Hallo zusammen, heute habe ich eine Aufgabe zur Kostenfunktion dabei. Und zwar sollen wir in dieser Aufgabe die leeren Felder befüllen. Alle, die die Aufgabe nun lösen wollen, können hier auf Stopp drücken. Alle anderen unterstütze ich nun ein bisschen bei der Lösung. Wir haben gegeben das Betriebsergebnis und die Umsatzerlöse. Wir wissen, dass das Betriebsergebnis gleich den Erlösen minus den Kosten sind. Dementsprechend können wir uns mit dieser Formel diese Gesamtkosten errechnen. Das heißt, Erlöse minus Betriebsergebnis ergibt die Gesamtkosten. Erlöse haben wir 4 Millionen, Betriebsergebnis 750.000. Das heißt, die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,25 Millionen. Im nächsten Schritt wissen wir, dass die Gesamtkosten sich aus den gesamten Fixkosten und aus den gesamten variablen Kosten zusammensetzen. Die gesamten variablen Kosten sind gegeben. Die Gesamtkosten haben wir gerade ausgerechnet. Somit können wir dann die gesamten Fixkosten berechnen. Die Fixkosten sind also die Gesamtkosten mit 3,25 Millionen minus die variablen Gesamtkosten von 2,5 Millionen macht 750.000 Euro für die fixen Gesamtkosten. Damit und den fixen Stückkosten in Euro pro Stück können wir uns die Menge errechnen, indem wir die 750.000 Euro geteilt durch 1,5 nehmen und dann erhalten wir eine Stückzahl von 500.000 Stück. Wenn wir diese Stückzahl haben, können wir die variablen Stückkosten berechnen, denn wir haben die variablen Gesamtkosten und wir haben die Menge. Beides dividiert, erhalten wir die variablen Stückkosten. Und dann können wir die gesamten Stückkosten berechnen, indem wir diese beiden Werte zusammenzählen. Der Preis pro Stück wird errechnet aus dem Umsatzerlös und der Menge. Und dann haben wir auch das letzte Feld gefüllt. Ich springe hier mal in die Lösung, um das zu zeigen, wie es dann gefüllt aussieht. Wie kommen wir nun von den 100% zu den 60%? Bei der Stückzahl können wir 60% nehmen. Bei den variablen Stückkosten können wir die Zahl übertragen, denn ob ich ein Hemd herstelle oder fünf,
Ich brauche immer die genau gleiche Anzahl an Stoff und Knöpfen und die kostet immer genau das gleiche. Deshalb bleiben die variablen Stückkosten gleich. Es bleibt weiterhin gleich die gesamten Fixkosten, denn die Halle und die Maschinen, die ich im Einsatz habe, muss ich bezahlen, ob ich 100% Auslastung habe oder nur 60% Auslastung. Somit haben wir natürlich schon einiges gegeben und mit diesem einigen, was wir gegeben haben, können wir dann weiterrechnen. Somit kann ich nun mit den gesamten Fixkosten und der Menge die fixen Stückkosten berechnen. Ich kann weiterhin mit den variablen Kosten und der Menge die variablen Gesamtkosten errechnen. Mit diesen beiden werden, mit den gesamten Fix- und den variablen Gesamtkosten, erhalte ich die Gesamtkosten insgesamt. Mit diesen beiden Stückkosten werden, den fixen Stückkosten und den variablen Stückkosten, erhalte ich die Stückkosten pro Stück, die gesamten Stückkosten. Der Preis bleibt natürlich unverändert bei 8 Euro, der ist am Markt gegeben. Die 8 Euro vom Preis mit der Stückzahl ergeben dann den Umsatz. Und das Betriebsergebnis erhalte ich dann Umsatzerlöse minus Gesamtkosten. Und dann habe ich alle Werte in dieser Aufgabe befüllt und die Aufgabe gelöst. Ich danke und bis zum nächsten Mal.